Hallo und herzlich willkommen bei unseren Gameswelt News. Mein Name ist Felix Rick und ich habe mal wieder Nachrichten für euch. Heute gibt es viel rund um die PlayStation 5. Da wurde der offizielle Name jetzt bekannt gegeben und einige neue Infos rund um den neuen Controller, den es geben wird. Dann World of Warcraft wird neue spielbare Rassen bekommen. Außerdem Metro Redux kommt eventuell für die Nintendo Switch. Und Apex Legends, da wurde das Halloween-Event angekündigt, das auch einen neuen Spielmodus mit sich bringt. Über den PlayStation-Blog und an einem Artikel im Wired-Magazin wurden jetzt jede Menge Infos veröffentlicht, was die PlayStation 5 angeht oder das der mutmaßliche Name, wobei sich jetzt herausgestellt hat, die PlayStation 5 wird tatsächlich offiziell PlayStation 5 heißen und soll zum Weihnachtsgeschäft 2020 erscheinen, also nächsten Herbst wird es dann soweit sein, kurz vor Weihnachten oder um die Weihnachtszeit. Ne? Was gibt es sonst noch für neue Nachrichten? Nun, ein neuer Controller wird kommen und bei diesem Controller soll haptisches Feedback Rumble ersetzen. Das soll noch besser die Aktion widerspiegeln, die man dann auf dem Bildschirm macht. Das wird wahrscheinlich einfach noch genauer sein. Und die Trigger sollen sich anpassen lassen von Entwicklern. Die können dann den Widerstand bestimmen bei Triggern, dass dann halt ein bisschen mehr Spannung entsteht, je nachdem, welche Aktion man gerade auf dem Bildschirm macht. Bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Außerdem weiß man dank Mark Cerny, dem Hardware-Architekten, dass das Raytracing über die GPU kommen wird und keine Softwarelösung ist. Und 4K Blu-rays werden auch abgespielt werden. Also es wird ein Laufwerk geben und 4K Blu-rays werden dann auch auf der PlayStation Einzug halten. Ja, das die neuen Infos. Also nächsten Herbst, Winter ist es soweit, dann kommt die offizielle PlayStation 5. World of Warcraft wird neue spielbare Rassen bekommen und zwar mit dem neuen Patch 8.3 namens Visions of Innsoth. Und da gibt es auch ein 18-Minuten-Video zu von Blizzard selbst, wo neue Inhalte des Patches vorgestellt werden. Und da sind eben auch zwei neue Rassen dabei. Zum einen die Vulpera, das ist eine Fuchsrasse, die zuerst bei Battle of Azeroth aufgetaucht ist. Und dann noch die Mecha-Gnomes, das sind ja im Endeffekt, ja, wie beschreibt man sie am besten? Gnome, bloß halt so ein bisschen maschinell, so Robocop-Gnome im Endeffekt. Das sind zwei neue Rassen, die Einzug halten werden. Eine Rasse auf Seite der Horde, eine auf Seite der Allianz, ne? Könnt ihr euch drauf freuen. Bin mal gespannt, wie die dann werden. Kommt Metro Redux für die Switch? Bevor ihr losschreit, ich rede jetzt nicht von Metro Exodus mit diesen Open-World-Maps, die es da auch gab. Nein, Metro Redux, das ist ja Metro 2033 und Metro Last Light in einer verbesserten Version. Wie komme ich darauf, dass es jetzt eventuell für die Switch kommen könnte? Nun, der portugiesische Händler Gaming Replay hat diese Sammlung aufgeführt für die Nintendo Switch. Soll 45 Euro kosten und noch in diesem Jahr erscheinen. Muss man natürlich mit Vorsicht genießen. Es wäre natürlich nicht das erste Mal, dass ein Händler ein Spiel leakt, beziehungsweise dessen Release oder dass es für eine Plattform kommt. Aber genauso gut kann sowas sein, dass da einfach irgendjemand einen Schmarrn ins System eingegeben hat. Muss man noch abwarten, ist alles noch nicht offiziell. Für Apex Legends wurde jetzt ein Halloween-Event angekündigt. Das soll am 15. Oktober losgehen und bis zum 5. November gehen. Das Ganze heißt Fight or Fright. Und das Interessante daran ist, es wird auch einen neuen Spielmodus namens Shadowfall geben. Diesen kann man nur allein spielen. Also ist ein Solo-Modus auf der Karte einer Nachtversion der Map Kings Canyon. Es sind dann 35 Spieler unterwegs. Wenn man dann drauf geht, kehrt man sozusagen als Zombie zurück und ist dann Teil der Shadow Squad. Dann wiederum kann man aber keine Waffen einsetzen und Fertigkeiten einsetzen, sondern man kann nur Nahkampfschaden machen, ist dafür allerdings auch ein bisschen schneller unterwegs. Und wenn man als diese Art von Zombie drauf geht, kann man immer und immer wieder zurückkehren. Der Witz der Karte ist, sind dann nur noch 10 lebende Spieler auf dieser Maps unterwegs, müssen sie vor der Shadow Squad fliehen und eben abhauen. Ich glaube, dann irgendwie ein Schiff erreichen oder sonst irgendwas. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Finde ich gut, dass sich was einfallen lassen, aber ich finde es immer nur schade, dass solche Sachen, solche Modi die dann immer nur zeitlich begrenzt sind. Das waren die Nachrichten für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderbaren Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.